Hey Bros, was geht ab? Ich werde heute mal ein bisschen mein Silvers Two-Way Racing Fahrwerk einstellen. Wir hatten ja das letzte Mal vorm TÜV das Fahrwerk ein bisschen hochgedreht und die Vorspannung verändert und komplett hartgestellt, weil wir eben die Befürchtung hatten, wenn es nur so minimal am Kotflügel schleift, dass der TÜV-Prüfer die Kotflügel nicht einträgt. Ja, wird Zeit, dass es ein bisschen besser jetzt eingestellt wird. Ich versuche jetzt ein vernünftiges Grundsetup zu machen, also das heißt Vorspannung einstellen, Druckstufe einstellen, Zugstufe einstellen. Hinten sollte es passen. Das habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt, wie man die Dämpferhöhe einstellt und so weiter. Zugstufe ist hinten auf 30 von 40 Klicks und Druckstufe ist hinten auf 16 von 24 Klicks. Das hat sich eigentlich ziemlich gut angefühlt. Das gleiche werde ich jetzt vorne auch wieder einstellen. So war es ja schon mal. Nach den ersten Fahrten war es ziemlich nice so. Prinzipiell will man eigentlich mit der Zugstufe so hart wie möglich werden. Die Zugstufe, die verhindert, dass das Auto oder die Feder das Flattern anfängt, wenn man das so sagen kann. Also es bringt Ruhe ins Fahrzeug rein. Wenn man allerdings die Zugstufe zu stark einstellt, also zu strong oder zu hart, dann kann es sein, dass der Dämpfer nicht mehr die Zeit hat, komplett auszufedern. Das heißt, wenn du auf so einen Bumpy Track fährst, also wo viele Bodenwellen drinnen sind, dann federt das Fahrwerk immer weiter ein und hat gar nicht die Zeit, wieder auszufahren. Das muss man halt nach Straßenbedingungen einstellen, aber hat sich mit den 30 Klicks ganz gut angefühlt. Das gleiche mit der Druckstufe. Da willst du eigentlich auch so hart wie möglich fahren, also ich zumindest, denn das verbessert die Stützneigung vom Fahrzeug. Das heißt, das Fahrzeug keilt sich besser in die Straße rein und wird direkter. Der Nachteil, wenn umso härter du gehst, umso weniger Komfort hast du natürlich. Und wenn du zu hart bist und du bist wieder auf so holperigen Straßen unterwegs, dann kann es halt auch sein, dass das Fahrzeug kurz abhebt und du Grip verlierst. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, was die beste Einstellung ist, muss man einfach ausprobieren. Ich bin jetzt bei den Silvers Two-Way Racing Fahrwerk ganz gut gefahren mit den 30 Klicks Zugstufe und 16 bis 18 Klicks Druckstufe. Fühlt sich ziemlich hart an, auf jeden Fall einiges härter als mein Bilstein-Fahrwerk. Das Bilstein-Fahrwerk, das ist ja vorne viel zu weich. Wenn du reingebremst hast richtig, dann hat es vorne schon überall geschliffen. Dann musste ich den Dämpfer komplett hart stellen. Dann hat er angefangen zu springen und so. Ja, deutlich besser geworden, jetzt schon. Und jetzt schaue ich mir mal die Vorspannung an. Umso weniger Vorspannung du gibst, umso weniger positiver Federweg bekommst du, weil der Dämpfer von Grund auf schon tiefer einfedert. Und du hast mehr negativen Ausfederweg, also du hast mehr Ausfederweg und weniger Einfederweg, wenn die Vorspannung geringer ist. Wenn du es härter einstellst, die Vorspannung, dann ist es genau umgekehrt. Du hast mehr positiven Einfederweg und weniger negativen Ausfederweg. Ich stelle jetzt die Vorspannung so gering wie möglich ein, denn ich will, dass die Karre ziemlich tief sitzt. Aber dass der Dämpfer auf Stoß geht, bevor ich an diese Kante hier oben anstoße. Ich zeige euch das gleich mal, die Kante. Also wenn es wo zuerst schleift, dann natürlich an die Kotflügel beim Lenken und halt oben an dieser Kante, wenn du zu tief bist. Deswegen muss ich hier jetzt mal schauen, wie ich es am besten einstelle, ohne dass ich an diese Kante oben hier anstoße und halt das Auto so tief wie möglich ist. Ich meine, ich werde sowieso schon immer verarscht von meiner Crew, weil ich zu hoch bin. Warum baust du denn hier kein Luftfahrwerk ein? Digga, ich will Performance, Alter. Performance ist mir wichtiger und ich kann es auf Photoshop auch tiefer machen, wenn es nur um Bilder geht, ist so um IG Flex oder so. Diese Kante hier meine ich, denn wenn man komplett einfedert, kann es schon mal sein, dass man mit dem Reifen hier anstößt und das könnte den Reifen aufschlitzen und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen prüfe ich jetzt, ob wir von der Höhe her so hinkommen, ohne dass wir diese Kante berühren.
Ich werde dazu die Karre komplett verschränken, um den maximalen Einfederweg zu ermitteln. Okay, als erstes stelle ich die Druckstufe ein. Das macht man hier am Reservoir unten. Das haben wir das letzte Mal komplett hart gestellt, also auf 24 Klicks. Das heißt, ich drehe jetzt einfach 8 Klicks zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, als nächstes ist die Zugstufe dran. Zugstufe ganz easy von oben. Hier drehe ich jetzt 10 Klicks zurück, also ist auch komplett auf hart eingestellt, 40 Klicks. Ich fahre auf 30, deswegen 10 zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das gleiche auf der anderen Seite. Checkt meinen Eigenbau Front Diffuser. So clean and so nice. It's a very nice. Alright, als nächstes stellen wir die Vorspannung ein. Wie schon gesagt, ich versuche so gering wie möglich zu fahren mit der Vorspannung, dass der Einfederweg geringer ist, um Kollision mit dieser Kante zu vermeiden. Beim Silvers-Fahrwerk sind zwar Schlüssel dabei zum Einstellen, also einer mit einem großen Durchmesser und einer mit einem kleinen Durchmesser. Den großen Durchmesser brauchst du für die Vorspannung, den kleinen Durchmesser brauchst du für die Dämpferhöhenverstellung. Es wurde aber jeweils nur ein Schlüssel mitgeliefert, aber eigentlich braucht man ja, um vernünftig zu kontern, von jedem Durchmesser zwei Schlüssel, ne? Also kleiner Vermerk an Silvers, ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen oder so, ne? Aber wenn ihr schon unterschiedliche Durchmesser macht für die Kontermuttern, dann liefert auch zwei Schlüssel jeweils mit. Weil so ist es ein bisschen kacke. Da macht man sich nur die Nuten kaputt und so weiter, wenn die Durchmesser nicht passen. Schade. Keine Sorge, die Kontermutter, die war schon fest. Ich habe es nur vor der Aufnahme schon ein bisschen gelockert, dass ich mich nicht so abplagen muss. Ich schraube jetzt die Vorspannfeder oder die Vorspannung so weit runter, dass die Feder freigängig wird, aber kein Spiel nach oben und unten hat. Also das ist sozusagen dann Vorspannung 0. Ich springe nicht wirklich mit dem Auto, also ich werde nie komplett ausfedern. Ja? Wenn ihr auf den Nürburgring fahrt und auf dieser Sprungkuppe seid, wo man komplett abhebt, da sollte man vielleicht ein bisschen mehr Vorspannung haben. Aber solange die Feder nicht sich verkanten kann oder irgendwas, ist es schon safe. Also die Empfehlung von SPS Motorsport ist, glaube ich, dass man die Vorspannung auf 0 stellt und dann 3 mm hochgeht. Also kann man sich dran halten. Ich gehe auf Vorspannung 0, wie gesagt, dass ich eben meinen Federweg ein bisschen begrenze. Und sollte das nicht reichen, dann kann man sich ja auch noch Federwegsbegrenzer oder sowas holen, aber ich denke, das ist überflüssig. Was ich noch sagen wollte, mit der Vorspannung stellt man natürlich nicht nur den Ein- und Ausfederweg ein, sondern man hat auch ein bisschen Einfluss drauf auf die Federhärte in Bezug zur Fahrzeughöhe. Das heißt, wenn du schon mehr Vorspannung hast und den Dämpfer höher eingestellt hast, dann hast du in dem Höhenbereich sozusagen schon eine härtere Feder, also wenn die mehr komprimiert ist in dieser Fahrzeughöhe. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich denke, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es ziemlich logisch. Also umso weiter die Feder zusammenstaucht, umso härter wird es. Und wenn du eben durch die Vorspannung diesen Härtebereich auf eine höhere Fahrzeughöhe schiebst, sozusagen, ja, kann man es halt ein bisschen beeinflussen. Ich bin jetzt nicht so der Fahrwerksexperte und bin auch nicht der Beste im Erklären, aber ich denke, man kann sich schon ein bisschen vorstellen, was ich meine. Wie gesagt, ich stelle meine Vorspannung auf 0 ein, mit dem Ziel, dass der Dämpfer auf Block geht, also ich eine Begrenzung habe, bevor der Reifen an dieser Kante ansteht. Sollte das nicht möglich sein durch die Vorspannung, dann entweder nach oben schrauben, ist natürlich uncool, oder man muss halt mit Federwegsbegrenzer arbeiten, was ich eigentlich nicht für nötig halte. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen nachgeschaut.
Es sollte noch Luft bleiben bei einer anständigen Tiefe, ja. Okay, die Feder beginnt jetzt ein bisschen locker zu werden. So, jetzt sollte die Vorspannung auf Null sein. Feder kann trotzdem nicht kippen und so weiter, ja. Also nicht zu wenig geben, also wenn ihr jetzt komplett runterschraubt und die Feder jetzt schon so das Klappern anfängt, das solltet ihr natürlich vermeiden. Also ich gehe jetzt hier so hin, handfest. Feder kann sich nicht mehr verkanten, ne? Das ist natürlich ein komplett ausgefederten Zustand. Also wenn ihr springt, so werde ich die Vorspannung jetzt mal einstellen und das Fahrwerk mal ganz nach unten schrauben und dann schauen wir mal, wie wir auskommen hier. Okay, zweite Seite ist auch eingestellt. Ich werde jetzt das Rad wieder draufstecken und die Karre mal verschränken, um zu prüfen, ob alles passt. Zuvor werde ich aber meine ganzen Muttern von den Sturzverstellern und halt alles, was einstellbar ist, werde ich mit Schraubensicherungslack versehen. Denn das letzte Mal ist uns aufgefallen, oder den Onur besser gesagt, ist aufgefallen, dass von meinem Sturzversteller vorne die Einstellmutter bzw. die Kontermutter komplett lose war. Also nicht nur handfest, die war komplett lose, die hat sich lose gedreht. Kommt ab und zu vor bei diesen einstellbaren Sachen, also es war alles mit richtigem Drehmoment angezogen. Ist halt viel Dynamik drauf und so weiter. Und der Vorteil an diesem Schraubensicherungslack ist halt, dass du auf den ersten Blick gleich siehst, ob sich was locker gedreht hat und so. So, wenn du auf dem Trackday bist oder so, kannst du sofort überprüfen, ob alles noch fest ist oder ob du was nachziehen musst. Zeige ich euch gleich. Das ist dieser Schraubensicherungslack. Gibt es in verschiedenen Farben, doch wer mich kennt, weiß, dass ich Pink nehme. Okay, so sieht das Ganze dann aus. Man sieht auf den ersten Blick, ob sich irgendwas losgelöst hat. Hier die Schrauben von den Koppelstangen lösen sich gerne mal. Sieht man auch direkt, ob alles noch passt. Okay, Karre ist verschränkt und komplett eingefedert und jetzt prüfe ich, ob wir überall noch freigängig sind, also besonders hier oben an der Kante. Ich kann es euch mit der Kamera leider nicht zeigen, aber sieht gut aus, also sollte noch Luft sein. Ich hätte es euch natürlich besser zeigen können, wie die Kotflügel weggebaut waren, aber das habe ich zeitlich leider nicht geschafft. Ja, aber es sieht ganz gut aus. Man könnte vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, aber ich denke, das lasse ich erstmal so. Ein bisschen Sicherheit ist noch drin. Ich will ja auch ordentlich damit fahren können und ja. Nice, ich denke, das war's soweit. Okay, hinten sieht es dann so aus, wenn es verschränkt ist. Ich habe euch beim Einbauvideo schon gezeigt, wie man die Dämpferlänge einstellt. Wir haben auch geprüft, ob alles freigängig ist innen drin. Jetzt schauen wir mal mit dem Rad. Die einzige Stelle, wo es ein bisschen eng wird, ist hier. Ganz knapp, aber sollte reichen. Das lasse ich erstmal so. Gegebenenfalls muss der Dämpfer noch ein bisschen hochgestellt werden, dass er halt nicht ganz so tief einfedert, aber aktuell sieht es nicht so aus. Als würde es irgendwie großartig schleifen oder so.
Pro-Tipp: Vergesst beim Ablassen nicht, Bretter unterzulegen und den Rampen, weil sonst die Karre auf dem Wagenheber aufliegt und du ihn nicht mehr hochbekommst. Mein Plan ist jetzt, die Rampen hinten reinzukallen und rückwärts drauf zu fahren, und ich hoffe, mir reißt jetzt nicht den Stabi weg oder irgendwas, Alter. Ach, Junge. Ja, nee.